Lego The Movie, The Game, Folge 9. Die Lego-Freunde haben ein neues Mitglied, nämlich Unikitty aus dem Cloud Cuckoo Land. Und Fritz, erzähl, was wir für einen schrecklichen Skandal in der Pause aufgedeckt haben. Es gibt diese Lego-Kitty-Figur nicht und dieses Cloud Cuckoo Land gibt es auch nicht als Lego-Set zu kaufen, zumindest da, wo wir jetzt geschaut haben. Also das ist aber ganz falsch erklärt. Also es gibt es jetzt schon zu kaufen, aber nur... Ach so, ja genau, also das gab es vor dem Film nicht, so rum. Genau. Und das geile Batmobil, das gibt es wirklich gar nicht. Es gibt andere Lego-Batmobile, aber nicht das geile, was wir eben gesehen haben. Tja, ach, doch, die Lego, ein Kunde weniger. Kündigst du dein Abo? Ja. So. Was ist das denn? Mäuse. Mach eine Maus! Boah, ist die wilde Maus? Nee, das ist die Maus, die halt dem Elefanten Angst macht. Ah, so. Ich geb mal Gummi. Hat er nicht Danger Maus auch so ein Mausmobil? Danger Maus kenne ich nicht. Das muss man auch nicht kennen. Obwohl, ich glaube, den Begriff habe ich schon mal gehört. Fahr mal in den. Oh, der arme Elefant. Boah, was hat denn der für einen fiesen Hals? Wow. Das ist ein Giraffofant. I never knew cartoons were educational. Ja, dann. Ach, da kann nur Wildstyle wieder hoch traversen. Wie man in der Freerunning-Fachsprache sagt. Ich ganz offensichtlich fließend spreche. So. Pep. Steigt der denn aus, der Depp? Achso, okay. Der ist blind. Warst du schon oben? Ja, schon den Plan geholt. Ja, aber wo ist denn der Dritte, bitte? Ja, das weiß ich doch nicht. Oben wirklich schon alles? Ja, ich kann doch nochmal hochschauen, Herr Baron. Au. Da hinten ist der Plan, schau mal. Wie kommen wir da hin? Ach, hier so lang. Ach, guck, gut, dass du es sagst. Ja, sehr gut. Kannst du mal den Knicks üben. So. Und nee, was wolltest du gerade erzählen? Moment. Heute die frohe Kunde erfahren, dass das, was ich ja momentan so ein bisschen dem hinterher-Trend-Hure, nämlich bin ja jetzt seit neuestem Neu-Doctor Who-Fan. Und Lego hat jetzt wohl ein Lizenzabkommen oder Lizenzstreitigkeiten mit der BBC zum Thema Doctor Who beilegen können. Nein, du musst drücken, du bist auf dem Grün schon drauf. Jetzt bist du drauf. Achso. Top. Was ist denn das jetzt für ein Ding? Eine Rakete, oder? Wahrscheinlich. Das untere. Ja. Sieht aber gut aus. Mhm. Ja. Sehr gut. Und das noch. Astra. Eins fehlt noch, oder? Nee, ist alle. Cool. 3 von 3. Die sieht genau aus wie die Rakete aus Mario. Oder wie jede Rakete in jedem Computerspiel. haben diese Lizenzstreitigkeiten. Ach cool, das ist ja geil. My fellow master builders, we have learned that Lord Business plans to unleash a fully weaponized Kraggle on Taco Tuesday to end the world as we know it. Please, there is yet one hope. The special has arisen. Haben diese Streitigkeiten beigelegt, wodurch man jetzt bei Lego Kuso, also diesem sendet ein eigenes Modell ein und wenn genügend Leute das gut finden, dann kann das gebaut werden, man auch Doctor Who Sachen einreichen kann und dann können die gebaut werden. Und bisher haben die halt mehr oder weniger Doctor Who Sachen per se abgelehnt, weil es halt sofort hieß, nee, können wir die Lizenz, können wir nicht machen. Es könnte bald cooles Doctor Who Lego geben. Dann kaufe ich mir so eine TARDIS. Passt auch zu meinem Sonic Screwdriver dazu. Warte mal, hört man das? So, das war der Sonic Screwdriver, als er das gehört. Wo sind wir jetzt gelandet? Ist das die Hub-Welt von dem Abschnitt? Hier kann man sich andere Hosen anziehen. Oh, ich will mich mal wieder dispensen lassen.
Only characters that wear pants can use a dispenser. Batman hatte Hosen an. Bat-Hosen. So, das nehme ich. Wir haben noch nicht sonderlich viel freigeschaltet. Oh, Disco Batman. Die Disco-Hose wieder ab, das kann ich dem armen Mann nicht antun. Er hat doch schon seine Eltern verloren. Leg ich die wieder ab, so? Hier wäre nee, wieder was für... Nee, wieder die an. Zum Wegbrennen. Wie zieh ich denn normale Hosen an? Na, nimm die... Ach so. Standard Pants. Ja, ach so, ja. Ach so. Das war jetzt verwirrend, weil sie orange. Was ist denn das hier nochmal? Ist das was für die Katze? Ist das für die Katze? Ich bin da gar keine Katze. Moment mal, was gibt's denn hier alles? Hier ist was für Batman, das kannst du mal. Schau mal. Wo bist denn du? Da runter und dann links. Ach, da. Hier in dem. Hier ist irgendwas, wo wir noch hin sollen. Hä? Das war eine Kaffeetasse. Was ist da drin? Ein merkwürdiger Zuckerwürfel. Den oder kann ich was machen? Warte den würde ich aber zurückgehen lassen, den Kaffee. A cat in a box. Shakespeare! Wo denn? Da ist er. Kaufen! Shakespeare gekauft! So billig kriegst du den nie wieder. Nee. Stehen hier noch Leute? Ach, rum? Wir müssen hier rein, warte mal. Da brauchen wir doch die Katze für. Moment. Du musst das hier alles eindreschen und dann. Ah, die kann's kaputt machen. Passt auch. Katzen machen ja auch immer viel kaputt. Gibt es auch dieses, wie heißt dieses Katzen-Kaputtmach-Spiel, dieses Indie-Spiel? Katzen-Kaputtmach-Spiel? Ja, es heißt Cat Lateral Damage. Oh, das kennt das man spielt meine Katze aus der Moment mal, wie geht denn das, dass ich mal irgendwie so ein obskures Indie-Spiel nicht kenne? Du spielst aus der Ego-Perspektive eine Katze, die in einem Zeitlimit den Auftrag hat, möglichst viel in so einem Wohnzimmer umzuschmeißen. Nein! Das ist voll scheiße. Also ich habe es so einmal ausprobiert, es macht keinen Spaß, aber die Idee ist halt ganz nett. So. Schauen wir mal, was für Sci-Fi-Zeug die jetzt hier ankommen. Boah, das ist der böse Cop, dem Sci-Fi-Flugpolizeiauto schon wieder. Hello, I'm Emmett. Well, I know that I, for one, am very excited to work with you guys. To get into the Octane Tower, find the Kraggle and put this thing on the thing. And I know it's going to be really hard. Really hard? Wiping ye bum with a hook for a hand is really hard. This be impossible! So if ye think it be a good idea to return to that forsaken place special, what idea have ye that be better than the ideas of 100 of our fallen master builder brothers? Well, technically I'm not exactly a master builder yet. What?! Please, everyone, please! Yes, it's true. I may not be a master builder. I may not have a lot of experience fighting or leading or coming up with plans. I know what you're thinking. He is the least qualified person in the world to lead us. And you are right. This is supposed to make us feel better. You all be on your own. I believe in this lost cause. Come on, guys! We can still do this! Oop. Right? Hast du gesehen, er hat sogar diese Gusslinie auf dem Kopf. At least it can't get any worse. I was wrong. Ja, Aufruhr. Der Metalbeard wird von Nick Offerman gesprochen. Wer ist das? Das ist der Ron Swanson aus Parks and Recreation, der mit dem dicken Bart, dieser total ernste, harte Typ. Dieser der Chef. Ich dachte, das ist der Chef. Ja, genau. Achso, ja, genau. Spielt der nicht auch den Chef jetzt beim nächsten 21 Jump Street? Genau. Puh. That was close. Whoa. Den finde ich großartig. Yeah, so toll. Completely safe now. Hey! Hey! What was that? One of Lord Business's micromanagers. Come on, we've got people to rescue. Ist das jetzt hier der Hub? Nee, das ist jetzt schon ein richtiger Level. Obwohl, wenn die Kamera so komisch ist. Ja,
Marcus, can you throw your staff into that hole? Throw the staff in the hole. Hier. Wo denn? Dass ich noch nachfragen muss. So. Apropos, wir hatten ja in einer von den letzten Folgen auch die Beschwerthematik. Ja. Worüber sich auch beschwert wurde. Moment. Dass du teilweise gesagt hast, wer die Sprecher sind. Also die Schauspieler. Wieso? Ja, wo du halt so gesagt von wegen, ja, warum wir dann das sagen müssen. Das Argument war, glaube ich, gewesen, die meisten Leute würden ja die amerikanischen Stimmen, also die Stimmen der Originalschauspieler, wie zum Beispiel jetzt hier von dem Vitruvius, das ist ja der Morgan Freeman. Ja. Und die meisten Leute hier in Deutschland würden ja die US-Stimmen sowieso nicht kennen. Von daher sollte man mit der Information zurückhalten, dass es die Stimme von dem ist. Ja, Mai. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ja, Mai. Ich weiß nicht. Ja, Mai. Hey, can someone lend me a hand here? Wo's Batman? Ich kann in diesem Knie hohen Wasser. This is embarrassing. Not without a bill. It's okay, guys. I'll find one. Right, so I'll just wait here and catch up with my reading, huh? Oh, siehst du das? Da kommen sogar die Schatten von den Wolken. Oh, dieser Troll. Das ist voll gefährlich, wenn man diesen Knie hohen Wasser, da kann man überhaupt nicht gut kämpfen. Aber die gehen so schnell kaputt da drin. Da wäre was für Batman auf meiner Seite, aber. Das haben wir ja schon hier schon ausgekippt. Wie geht's denn jetzt so nicht? Ich muss wieder runter, oder? Ich mach die ganze Deko kaputt. Ich dachte, das wären irgendwelche tragenden Objekte, aber sind es nicht. Ach, warte mal, da hinten kann ich was machen. Moment. Hang on. There's a secret passage behind this wall. Die einfachsten und langsamsten Quicktime-Events aller Zeiten. I guess it's not secret anymore. Ist doch wahnsinnig secret, auf der anderen Seite ist es komplett offen. Ich glaube, du kannst jetzt hier hochspringen. Ja, ich versuch's. Die Tiefe des Raumes machen wir zu schaffen. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Achso, okay, jetzt. Ich wollte gerade sagen, hä, wie siehst denn du, wo du jetzt lang musst? Aber du hast ja auch eine Bildschirmhälfte. Ich würde gerne sagen, dass ich das schon gemerkt habe und nicht auf deinen Bildschirm gestartet habe, du Blöder. Ja, geil. Aber wem würde ich damit was vormachen? So, Master Builder Rai 1. Da, die Pflanze da unten. Oh, schon mal da. Ah ja, 2. Sind wir was kaputt zu machen? Tendenziell eher irgendwas in der Mitte oben. Vorhin waren immer Pfeile. Warte mal, aber hier ist doch irgendwie. Ja, aber das ist ja was für Emmett. Hier kann ich auch noch nicht weiter. Das ist für Batman dann, wenn wir den mal frei haben. Kannst du warte hier mal rüber? Hier. Ah. Das ist Emmett. Oh, ich werde hier. Wie weit die Figuren denn immer müssen. Wie penetrant dieses Sirenenzeug ist. Wie halten wir hier in Berlin das aus? Das wird zum Hintergrundgeräusch. Ich kann nicht schlafen, wenn sowas nicht. So. Oh, was ist denn da im Hintergrund? Das ist ein riesen Bärchi, oder? Zeig mal. Da? Ja, tatsächlich. Toll. Cool. Ah, die Polizei nervt hier so ein bisschen. Ach, wenn ich diesen Satz seltener hören würde. Ja, hier geht's nicht weiter. Bisschen wie in der Münchner Innenstadt, wenn du nicht wie Schickimicki-Lachs aussiehst. So! Das ist so ein bisschen wie ich beim Sport. Nur wenn die Frauen gerade vorbeikommen, dann schränke ich mich mal kurz an und dann... Der Klassiker. Ich würde auch gerne mal wieder mitspielen. Nee, du bleibst da unten. Blinder Sack.
Nee, warte mal, ich kann ja einfach hier mit reinwechseln. Lassen wir den blöden Zauberer da halt stehen. Nein, wir brauchen den. Oh, ups, Laser heiß. No kidding. The Batman retten. Bat-Rett. Du hast schon wieder die nützliche Figur von beiden, oder? Warte mal, du kannst hier die Laser auch kaputt machen. You know what? I've changed my mind. I'll wait for some more bad guys. If I drill through too far, just yell. So this is how I die. Thanks, Emmett. You. Good. Come on, we've got to make it. Can you help us get up to that ledge, babe? Ein Philosoph. Er kann seine Gefühle einfach ausdrücken. Okay. Und es ist das Battlepult. Da kannst du, zwar noch, können wir mit dem Emmett nachziehen. Oh, guck mal, da hinten ist ein Buch aufgetaucht. Ein Buch? Ja. Kann man damit machen. Ich hole mal das Buch. Hol mal das Buch. Wo bist du? Kann sein, dass ich gerade die Statik des Gebäudes gefährde. Und Batman. Ja, aber wie soll ich denn da rankommen? Was ist denn das? Hier vorne. Ach so. Weiß ich ehrlich gesagt. Zu einem gewissen Grad irritiert. Das ist was für Wildstyle nur, oder? Hier dieses Entlangklettern. Wobei, die halbe, da kommt Vitruvius, kann da seinen Stab reinschmeißen. So, kann der Batman da auch. Ne, das kann immer nur Wildstyle. Komm mal zu euch hoch. Dieses an dem Stab schwingen kann immer nur Wildstyle, oder? Ach so, das weiß ich nicht genau. Ach so, doch, das können nur weibliche Figuren. Die heißt Batman doch so ein Akrobat. I'll find a way up for you. Ach, guck mal. Jeep. Und da im Hintergrund das Vieh. Was ist das? Keine Ahnung. Was das hat denn? Aber diese blöden Anklebaugen. Stimmt. Dass sowas bei Lego gibt. Wie habe ich das neulich gesehen? War das der Aaron? Nee, der Seth Green hat das als Hobby. Der hier den Chris Griffin in Family Guy spricht und Robot Chicken erfunden hat. Der, so, jetzt könnt ihr hier jetzt können wir Master bilden. Genau, so. Eins, zwei, boah, das dritte war hier oben. Nee, hier unten. So. Der hat immer in der Jackentasche so eine ganze Tasche voll mit diesen Anklebaugen und klebt die überall rein und macht blöde Fotos. Diese Hollywood-Stars haben auch echt irgendwie einfach zu viel Zeit für Quatsch, oder? Ja, ich frage mich, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Wir müssen vermutlich hier durch die güldene Wand, aber... Was macht Emmett da rum? Was macht was? Was Emmett da gerade gemacht hat. Keine Ahnung. Emmett möchte subtil darauf aufmerksam machen, dass er genug hat in dieser Folge. Und wir spielen in der nächsten Folge dann hier weiter im Cloud Cuckoo Kingdom. Tschüss. Ciao.